Am Freitagabend, 13. November 2020, lud Florian Silbereisen die Fernsehzuschauer dazu ein, gemeinsam mit ihm bei Silbereisen gratuliert, herzlichen Glückwunsch, Helene. Die eindrucksvolle Karriere von Schlagerqueen Helene Fischer noch einmal Revue passieren zu lassen. Doch die Sendung begeisterte nur mäßig. Obwohl die 36-Jährige ausgiebig geehrt wurde, meldete sie sich weder in der Show noch im Nachhinein zu Wort. Grund dafür könnte ihr vorläufiger Rückzug aus der Öffentlichkeit sein, doch wieso hatte der Popstar im Oktober dann Zeit, die Goldene Henne in Leipzig persönlich entgegenzunehmen? Fragen über Fragen. Das Feedback zu Florian Silbereisen und seiner neuesten Sendung fiel gemischt aus. Während einige Fernsehzuschauer die Show als gelungene Hommage an Helene Fischer erachteten, diskutierten andere lieber über Nebensächlichkeiten, darunter die viel zu enge Hose des TV-Moderators. Größter Wermutstropfen, die 36-jährige Schlagersängerin reagierte auf die Sendung bis dato noch überhaupt nicht, und erntet dafür bereits Kritik. Denn Helene Fischer hatte zwar bereits vor längerer Zeit angekündigt, sich vorerst eine Auszeit von all dem Trubel um ihre Person nehmen zu wollen, überraschte dann jedoch am 30. Oktober 2020, als sie die Goldene Henne in der Kategorie Entertainment persönlich entgegennahm. Seine ehemalige Partnerin ausgiebig zu würdigen, hatte sie nun, zwei Wochen nach der Preisverleihung, jedoch keine Zeit. Selbst über Facebook, Instagram und Co. ließ die Schlagersängerin nichts von sich hören. Einen Tag nach der Goldenen Henne postete sie damals jedoch einen ausführlichen Text. Da greift man sich wirklich nur noch an den Kopf. Und danke an dich, mein lieber Florian Silbereisen, dass du extra den Saal verlassen hast, nur um noch ein bisschen mit uns zusammen zu sein. Das war ein sehr, sehr schöner Abend, Bussi und auch euch, Glückwunsch zur Goldenen Henne. Eine derart elegante Ehrung, wie sie Florian Silbereisen am Freitagabend mutterseelenallein für Helene Fischer hielt, ist nicht alltäglich selbst für die erfolgreichsten Schlagerstars des Landes. Womöglich hat sich die Schlagerqueen jedoch ganz privat bei ihrem langjährigen Freund und Kollegen bedankt. Die Fans interessiert dennoch brennend, was die 36-Jährige zur Sendung sagt. Warum die Sängerin denn das Traumschiff-Kapitän allem Anschein nach nun öffentlich ignoriert, leuchtet nicht ein. Eine kurze Grußbotschaft via Video ist wohl definitiv weniger aufwendig, als ein ganzer Galaabend bei der Goldenen Henne.